Warum Top-Down nichts mit Diktatur zu tun hat und Bottom-Up genauso wichtig ist in der Prozessmodellierung und im Prozessmanagement wie Top-Down und wie wir das Ganze zusammenbringen können, das erkläre ich Ihnen in dem folgenden Video. Hallo, mein Name ist Axel Schröder und ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung. Seit vielen Jahren kümmern wir uns um das Thema Prozessmanagement und eine Frage kommt immer wieder hoch in allen unseren Projekten. Sollen wir den Top-Down-Ansatz nehmen oder den Bottom-Up-Ansatz? Und das möchte ich erstmal erklären. Was ist überhaupt Top-Down, was ist Bottom-Up und an welcher Stelle ist es wichtig, den richtigen Weg zu finden, damit wir die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können und Ihr Unternehmen sofort mehr Rendite erwirtschaften kann. Dafür gibt es entsprechende Tipps von mir im Laufe des Videos. Es lohnt sich also dran zu bleiben und es lohnt sich auch, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie immer wieder die neuesten Videos sofort in Ihrer Playlist sehen. Gut, Top-Down, wo geht's drum? Top-Down muss man sich vorstellen wie eine Pyramide. Also oben an der Spitze Ihrer Pyramide beginnen Sie, Dinge zu definieren und entsprechend aufzugliedern. Was geht rein, was geht raus? Also von oben nach unten wird letztendlich das Unternehmen strukturiert. Das ist der Top-Down-Ansatz. Bottom-Up ist genau andersrum. Da geht es unten von der Pyramide, vom Fuß, vom Sockel, quasi, dass man zusammenträgt, was machen eigentlich die ganzen Leute auf der Arbeitsebene und versucht es dann zu kategorisieren und entsprechend einzuordnen, damit man die ganze Vollständigkeit sicherstellen kann. Der Bottom-Up-Ansatz geht es mehr um Vollständigkeit. Beim Top-Down-Ansatz geht es eigentlich mehr um das Thema Steuerung und Überblick. Beides ist wichtig, denn eine Pyramide kann genauso wenig im Sand stehen, wenn sie kein ordentliches Fundament unten hat. Und eine Pyramide ist auch keine Pyramide, wenn oben die Spitze fehlt. Daher müsste man eigentlich, und das ist meine Vorgehensweise in ganz, ganz vielen Projekten, sowohl als auch. Für das Thema Unternehmenssteuerung nimmt man üblicherweise einen Top-Down-Ansatz. Es ist deutlich einfacher, in großen Kategorien entsprechend Kennzahlen zu erheben, weil diese Zahlen meistens schon vorliegen im Unternehmen und sie zu überlegen, habe ich an dieser Stelle überhaupt einen Schmerzpunkt oder nicht. Wenn Sie jetzt an eine Kette zum Beispiel denken im Unternehmen, eine Prozesskette, da kommt eine Anfrage rein, es wird ein Angebot geschrieben, danach wird ein Projekt akquiriert, also der Vertrag wird geschlossen, Sie führen Ihre Leistung aus oder Sie verkaufen Ihr Produkt oder Sie führen Ihr Projekt entsprechend aus, es ist entsprechend abgenommen und zum Schluss gibt es eine Rechnungsstellung. Das ist eine Prozesskette und auf dieser relativ hohen Flugebene könnten Sie eigentlich ganz gut schon die ersten Kennzahlen erheben, zum Beispiel, wie viele Angebote, die wir versendet haben, werden denn wirklich zu Aufträgen. Das ist der Top-Down-Ansatz, um dann zu schauen, okay, wenn jetzt nur 50 Aufträge reinkommen, ich aber 100 Angebote verschickt habe, also eine Quote nur von 50% erreiche, ist das eigentlich okay oder war das eigentlich viel zu viel verbrannte Zeit? Wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem schwierigen Projektumfeld sind mit erklärungsbedürftigen Produkten und Sie für jedes Angebot 2 bis 3 Stunden sich den Kopf machen müssen, wie strukturiere ich die Leistung für den Kunden, um ihn wirklich bestmöglich zufriedenzustellen und dann wird aus diesem aufwendigen Angebot kein entsprechender Auftrag, dann haben Sie ganz, ganz viel Zeit letztendlich umsonst gearbeitet, für die Katz gearbeitet. Und das sind solche Kennzahlen, wo der Top-Down-Ansatz wirklich, wirklich Sinn macht. Bottom-up ist aber genauso wichtig, denn die Verbesserungen wirklich umzusetzen und zu finden und die ganzen Schwierigkeiten aus den Prozessen rauszubekommen, das geht wirklich nur bottom-up, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern auf der Arbeitsebene darüber diskutieren, wie man Dinge besser machen kann. Zum Beispiel, die bekommen Eingangsrechnungen von ihren Lieferanten. Da kommt also jetzt eine Papierrechnung zum Beispiel rein. Diese Papierrechnung wird entsprechend erstmal gescannt. Dann wird diese Rechnung vielleicht noch in ein Steuerberatersystem, zum Beispiel wie von DATEV oder sowas, übertragen. Dann muss die Rechnung bezahlt werden. Dann sind Sie vielleicht noch im Online-Banking unterwegs. Und zum Schluss wird auch noch dann die Rechnung vielleicht in einem Ordner abgeheftet. Diese kleinteiligen Dinge passieren auf der Arbeitsebene, passieren bottom-up. Und wenn Sie nur top-down vorgehen, werden Sie diese Schwierigkeiten in den Prozessen nicht finden. Daher eben auch wirklich mit den Mitarbeitern reden und sagen, wie können wir schaffen, dass wir in einem Zug ohne Medienbrüche zum Beispiel diesen Rechnungseingangsprozess einfach besser und leichter von der Hand bekommen. Da geht es also um die Prozessstruktur und die echte Verbesserung und daher bottom-up.
Also, beide Richtungen zusammengefasst haben ihre Berechtigung. Top-down, wenn Sie um die Steuerung des Unternehmens bemüht sind, dass Sie einen Überblick bekommen, wie über Landkarten zum Beispiel. Bottom-up, wenn Sie wirklich die Verbesserungen umsetzen wollen, um die Effizienzgewinne wirklich zu heben, die in jedem Prozess und in jedem Unternehmen schlummern. Das waren meine Tipps. Es lohnt sich. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Damit bleiben Sie immer up-to-date. Sie bekommen immer die neuesten Videos mit. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit reinschauen. Ihr Axel Schröder.